Also wir haben unterhalb der Vierung schon bekanntermaßen seit 36 gibt es ein Foto, es gibt aber keine Beschreibung zu dieser Situation. Das Foto selbst ist aufgenommen oben aus vom Gewölbe aus. Man sieht ein Karree unterhalb der Vierung. Zu diesem Karree führen zwei weitere Mauerverläufe, die augenscheinlich aus einer anderen Bauphase stammen, da sie einen anderen Mörtel benutzt haben zu diesem Ausbau. Wir haben hier im Gelände häufiger unterschiedliche Mörtelarten, die ein Stück weit auch datieren. In der Regel ist es hier so, dass wir, wenn wir auf diesen gelben Mörtel treffen, eine Bauzeit haben, die aufs späte Mittelalter datiert, also zum Übergang in die Neuzeit. Das waren bislang die Mauern, die einen recht schlechten gelben Mörtel gezeigt haben, der wenig Kalkanteile hat. Deswegen haben wir hier zwei Phasen drin. Dieses gemauerte Quadrat, da stellte sich die Frage, haben wir hier etwas Ähnliches wie eine gemauerte Gruft, also in der Vertikalen. Nach unseren Untersuchungen jetzt stellen wir fest, dass wir mit diesem Rechteck oder Quadrat, ich kann es nicht genau sagen, es ist ungefähr quadratisch, nur noch die Fundamentierung finden zu einer ehemaligen Erhöhung. Das heißt, wir haben hier eine Plattform gehabt, die aufgeschüttet worden ist, umfasst von diesen Mauern mit einem ehemaligen Zugang vom Mönchdormitorium. Das sehen wir. Die ganzen Pfeiler hier sind nicht mit Punktfundamenten gegründet, sondern die sitzen in Spannmauern drin. Das heißt, wir haben ein engmaschiges Raster aus Mauern. Und dieses Quadrat, das hinzugefügt wurde, wahrscheinlich im Spätmittelalter, wahrscheinlich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich nehme es mal stark an, als Erhöhung vor dem eigentlichen Ostchor, auf dem dann auch wahrscheinlich die Hauptzeremonien der Kirche stattgefunden haben und wahrscheinlich auch Position des Chores war, des eigentlichen Chores, des Mönchschores, das Gestühl darauf gestanden hat. Da haben wir eine Erhöhung und wir greifen im Moment nur noch die Fundamentierung zu dieser Situation. Und wie gesagt, zweimal umgebaut, innerhalb des Quadrates haben wir noch Reste des eines alten Estrichs, wahrscheinlich sogar des romanischen Estrichs, von der Höhenlage her gesehen, im Verhältnis zu den Pfeilerfundamenten. Aber das haben wir nicht überall. Zudem haben wir hier die Schwierigkeit, dass diese Struktur schon in den 30er Jahren freigelegt worden ist, dass die sehr stark auch bei diesen Maßnahmen in den 30er Jahren tangiert worden ist. Will heißen, große Auffüllbereiche in der Mitte stammen aus den 30er Jahren. Hier finden sich dann Reste von Konservendosen, kleine Litzen, also kleine Drähte, die noch eine Isolierung zeigen, die aber heute nicht mehr gängig ist. Das heißt, die sind schon alt, die sind damals eingetragen worden. Das heißt, ein großer Teil der Verfüllung, die wir heute hier drin haben, stammt noch aus den 30er Jahren von den Maßnahmen der Freilegung. Ursprünglich war der Zugang im Norden. Das heißt, die Mönche sind von ihrem Dormitorium die Treppe heruntergekommen und sind dann hier über eine Treppe auf diese Plattform hinaufgegangen, über eine Treppe. In einer zweiten Phase hat man den Zugang verändert, und zwar von Westen kommend, aufsteigend, und das sind diese gelben Mauern, die außerhalb dieses Quadrates verlaufen, auch eine Treppensituation. Das ist die Situation direkt unterhalb der Vierung. Die Situation dann Richtung Süden.
Zur Totenpforte hin zeichnet sich natürlich aus durch mehrere Grablegen, wovon verschiedene schon gestört sind, an einzelne aber auch scheinbar nicht geöffnet worden sind. Das heißt, die sind verschlossen geblieben. Das sehen wir, dass wir da noch Reste des Estrichsbodens haben, der ungestört ist. In den anderen Bereichen ist der Estrich zerstört und es liegt eine Verfüllung drin, die relativ locker ist. Wie weit sich das erstreckt und welche Quantität das hier hat, das wissen wir noch nicht. Das sehen wir erst, wenn wir eine bestimmte Ebene wieder künstlich abgetragen haben, um zu sehen, wo haben wir Einbrüche, wo haben wir Vertiefungen, wo haben wir Erhaltungen. Das wäre es eigentlich hier. Vielen Dank.